Morgen. Ja. Nein, das war, wie ich es erwartet habe, eine Atmosphäre großer Offenheit. Wir haben wie in allen Vorständen und Fraktionen, in denen ich jetzt war, kein Versteckspiel betrieben, sondern ausgehend von meinen Grundthemen Fragen erörtert in verschiedene Richtungen. Manchmal konnte ich nur andeuten, wohin ich denke. Ich will hier ja keine Regierungserklärung abgeben, sondern mich einfach vertraut machen mit den Menschen, die mich vorgeschlagen haben und die mich wählen wollen. Und die Atmosphäre war außerordentlich offen und positiv. Machen Sie einen größeren Gedanken für seine Unterstützung? Nein, habe ich nicht. Der wird seine Gründe gehabt haben. Und irgendwann, wenn ich in Ruhestand gehe, würde ich vielleicht das machen. Aber der Herr Rösler, der wird sich sicher gleich äußern, warum er Gauck für geeignet hielt. Aber es gab also keine runde Dankbarkeitsbezeugung gegenüber der Freien Demokratischen Partei. Vielleicht habe ich das versäumt, Herr Rösler. Alles gut. Ach, gut. Okay. Gut. Es war ja die Frage, was stellen wir uns, was wünschen wir uns von einem Kandidaten und dann natürlich von einem Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Unser Ziel war und ist es, jemand zu finden, der in der Lage ist, verloren gegangene Würde und Vertrauen zurückzubringen. Und ich glaube, es ist heute in einem sehr offenen Gespräch eines deutlich geworden. Das wird Joachim Gauck zu 100% gelingen. Wir haben diskutiert über Freiheit, über Mut, über Europa und die Themen, die Art und Weise, wie die Themen diskutiert wurden, waren der beste Beweis dafür, dass die Entscheidung richtig war, für Joachim Gauck als Kandidat zu werben, sich dafür am Ende auch zu entscheiden. Aber genau mit ihm und mit der Art und Weise der Diskussion wird es gelingen, wieder verloren gegangenes Vertrauen in Politik und demokratische Institutionen insgesamt zurückzubringen. Vielen Dank.